Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur ZIP2. Wir beginnen die Sendung im Nahen Osten. In der Stadt Rafah, im Süden des Gazastreifens, nahe der ägyptischen Grenze, spitzt sich die Lage gefährlich zu. Bei einem Feuergefecht zwischen israelischen und ägyptischen Soldaten wurde heute ein Ägypter getötet. Was genau passiert ist, das ist noch unklar. Die Lage bleibt unübersichtlich, vor allem für hunderttausende palästinensische Geflüchtete. Israel greift nahe Rafah die Hamas an. Dabei wurden Dutzende Zivilisten getötet. Scharfe Kritik an Israel war die Folge. Auch Verbündete wie die USA oder Frankreich rufen daraufhin zur Zurückhaltung auf. Thomas Heuss berichtet. Wieder packen sie ihre Habseligkeiten, zum 8. Mal seit Beginn dieses Krieges in Gaza. Diesmal in Rafah, wohin sie von der israelischen Armee geschickt wurden, mit hunderttausenden anderen. Wir sollten hier sicher sein, doch nun werden wir bombardiert. Wohin sollen wir gehen? Es gibt keinen Zufluchtsort mehr für uns. Die Amerikaner schicken uns Essen und gleichzeitig liefern sie Waffen an Israel, die uns hier töten. Wir sind die Leidtragenden dieses zynischen Spiels. Letzte Nacht sind hier im Nordwesten von Rafah 45 Menschen gestorben, sagt das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium. Israel sagt, der Raketenangriff habe Hamas-Terroristen gegolten, die gestern von Rafah aus Raketen auf Tel Aviv abgeschossen haben. The rockets were fired 800 meters away from IDF troops. Die Hamas hat die Raketen nur 800 Meter von unseren Truppen entfernt abgeschossen. Inmitten der Zivilbevölkerung, zwischen einer Moschee und einer Schule. Sie benutzen Zivilisten als Schutzschilde und feuern auf unsere Zivilbevölkerung. Ein doppeltes Kriegsverbrechen. A double war crime. Wir haben bereits 1 Million Palästinenser aus Rafah weggebracht, sagt Premier Netanyahu im israelischen Parlament und kündigt eine Untersuchung an. Für uns ist der Tod von Unbeteiligten eine Tragödie, ruft er den Abgeordneten zu. Für die Hamas ist das eine Strategie. Von der Opposition wird Netanyahu frontal angegriffen. Warum sind Sie noch Premierminister? Wo leben wir, dass jener Mann, der für das größte Desaster der Juden seit dem Holocaust verantwortlich ist, immer noch Regierungschef sein kann? Scharfe Kritik kommt auch von arabischen Staaten und aus der EU. Die Vertreter mehrerer arabischer Länder sind heute beim EU-Außenministerrat in Brüssel zu Gast. Auch der ägyptische Außenminister. In das Treffen platzt die Meldung von einem Schusswechsel zwischen israelischen und ägyptischen Soldaten. Ein Ägypter wird getötet. Beide Seiten beschuldigen einander, zuerst das Feuer eröffnet zu haben. Die Folgen sind unabsehbar. Die Lage hat sich zugespitzt, seit israelische Truppen vor 3 Wochen in Rafah an der Grenze die Kontrolle übernommen haben. Man werde den Zwischenfall genau untersuchen, kündigt Ägypten an. Die vielen palästinensischen Flüchtlinge wollen weg von hier und wissen nicht, wohin. Und über die Folgen dieses Tages wollen wir jetzt sprechen. In Berlin begrüße ich Daniel Gerlach, Nahostexperte und Chefredakteur vom Nahostmagazin Zenit. Einen schönen guten Abend. Ja, guten Abend nach Wien. Herr Gerlach, der Angriff auf Rafah sorgt heute für große Empörung. In der arabischen Welt werden ganz furchtbare Bilder in den Medien rauf und runter gespielt. Was löst dieser Angriff in den arabischen Ländern aus? Wie Sie schon gesagt haben, große Empörung und Entsetzen, dass das immer so weitergeht. Die israelischen Streitkräfte haben ja angekündigt, dass es ein Versehen gewesen sein könnte, dass es eine Untersuchung geben soll. Gleichwohl haben sie auch gesagt, wir haben 2 Hamas-Vertreter ins Visier genommen und dabei in den Folgen von diesem Angriff sind 45 Menschen oder mehr gestorben. Und das ist letztendlich, steht es symbolisch ja für die Qualität dieses Krieges, der seit Monaten andauert und wo das unter Umständen das Verhältnis ist. Man versucht zwei Terroristen, Kämpfer zu töten und tötet dabei eine ungleich höhere Anzahl von Zivilisten. Das ist in der arabischen Welt, aber auch in anderen Teilen der Welt, vielleicht in 2 Dritteln der Weltbevölkerung, kommt diese Nachricht anders an als in Europa oder in Amerika. Was bedeutet das dann, wenn wir auch auf die kommenden Wochen blicken? Der arabische Raum, die arabischen Länder haben sich in den vergangenen Wochen mit Kritik nicht zurückgehalten, aber die kam immer in verbaler Form. Könnte es passieren, dass ein Angriff wie dieser, wo sehr viele Zivilisten, viele Frauen, viele Kinder ums Leben kommen, von der verbalen Kritik dann auch einmal die arabischen Länder zu Taten übergehen?
Interessant ist schon, dass die arabischen Länder sich für meine Begriffe sehr konstruktiv in den letzten Monaten verhalten haben. Auch keiner der arabischen Staaten, die diplomatische Beziehungen zu Israel hat, hat seinen Botschafter abberufen, die diplomatischen Beziehungen unterbrochen, so wie andere Staaten in Lateinamerika oder in Afrika das getan haben. Die arabischen Staaten haben immer wieder Lösungsangebote gemacht und haben auch gleich deutlich gemacht, dass sie ein ganz, ganz zentrales Interesse an einem Ende dieses Krieges haben und nach meinem Dafürhalten auch Hamas großenteils zumindest nicht so unbedingt in Schutz genommen. Was wir jetzt da erleben an der Grenze zwischen Israel und Ägypten ist ein besonderer Fall. Ich weiß noch nicht genau, was da passiert ist und das wird ja wohl noch aufgeklärt werden, aber wird berichtet, dass ein ägyptischer Soldat das Feuer eröffnet habe dort an der Grenze. Es hat auch in den vergangenen Jahren immer wieder Situationen gegeben, wo auch ägyptische Soldaten trotz dieses Friedensvertrags und dieser strategischen Beziehung zu Israel dann eben zu solchen Taten gegangen sind, Einzeltäter. Aber das zeigt schon auch, wie in der Bevölkerung die Wut groß ist. Und Ägypten hat immer wieder auch deutlich gemacht, dass eine groß angelegte Militäroperation an seiner Grenze, und Rafah ist an seiner Grenze, ein Bruch, ein Verstoß gegen das Zusatzprotokoll des ägyptisch-israelischen Friedens ist, der 1979 geschlossen wurde und der einer der strategischen Grundpfeiler eigentlich des Friedens im Nahen Osten war in den letzten Jahren. Und mehr Menschen in Ägypten stellen diesen grundsätzlichen Frieden mit Israel in Frage und das ist ein großes Problem. Gleichwohl denke ich nicht, dass Ägypten jetzt militärische Auseinandersetzung mit Israel will oder öffnen würde, aber tatsächlich ist auch die Geduld auf der Seite der arabischen Staaten jetzt ausgeschöpft. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie lange glauben Sie denn, dass diese Geduld noch bestehen bleibt, dass die arabischen Staaten diesen konstruktiven Weg, wie Sie beschreiben, noch weiter fortsetzen? Naja, das hängt natürlich davon ab, ob es irgendwelche Verhandlungserfolge gibt und ob die Amerikaner jetzt tatsächlich in der Lage sind, die Rolle, die ihnen zugewiesen ist, auch auszufüllen. Es wird ja viel darüber berichtet, dass Amerika, dass dieser Krieg in Gaza eigentlich die Schwäche Amerikas in der Region offenbart. Aber ich denke, eigentlich haben die Amerikaner eine ganze Menge Möglichkeiten. Sie haben gute Beziehungen nach wie vor zu Israel. Sie haben Kontakte zu allen arabischen Staaten, fast ausnahmslos. Sie haben gute strategische Beziehungen zu Jordanien, Ägypten, Saudi-Arabien, also den Ländern, die hier wirklich was machen können, auch den Kataris. Und die Amerikaner müssen hier eine Führungsrolle übernehmen. Aber das geht nur, wenn sie auch bereit sind, den Druck auf die Regierung Netanyahu eben zu erhöhen und auch bereit sind, ihren Worten Taten folgen zu lassen. Und nachdem Joe Biden von großem Mut ergriffen war in den letzten Wochen, könnte man fast sagen, auch im Hinblick auf den laufenden Wahlkampf in den Vereinigten Staaten, scheint er jetzt gerade wieder sich zurückzurudern und weniger mutig aufzutreten. Und das muss er, glaube ich, jetzt durchziehen. Er muss tatsächlich dafür sorgen, dass Netanyahu hier Kompromisse macht und diesen Krieg stoppt. Auch wenn alle wissen, dass das nicht das Ende der Hamas bedeuten wird und auch wenn alle wissen, dass unklar ist, wie die Situation danach weitergeht. Der Druck auf Israel ist das eine, aber auch die Hamas spielt da natürlich eine wesentliche Rolle. Aufgrund des Angriffs in Rafah setzt die Hamas die Teilnahme an Waffenruheverhandlungen aus, hat sie heute bekannt gegeben, rückt damit ein weiterer Deal, der auch mögliche Geiselfreilassungen bewirken könnte, in weiter Ferne? Der rückt in weitere Ferne, aber das hat er in den letzten Wochen ja immer wieder der Fall gewesen. Gleichwohl ist es wichtig, dass die beteiligten Mächte daran arbeiten und dass auch Ägypten wieder daran teilnimmt. Die Ägypter hatten große Frustration mitgeteilt in den letzten Wochen, was ihre Rolle betrifft. Dann gab es auch aus israelischen Medien Vorwürfe, dass Ägypten ja eigentlich kein Interesse daran hätte, einen solchen Deal zu erwirken. Nein, ich denke schon, dass die beteiligten Mächte ein Interesse daran haben. Auf der Hamas-Seite muss man sich natürlich fragen, ob sie bereit wäre, das aus der Hand zu geben, was sie noch hat, um ihre eigene Existenz zu schützen. Und das ist ein ganz großes Problem und darauf haben natürlich viele keine Antwort. Nur, ich denke, wenn man die Hamas besiegen möchte und auch zu Kompromissen zwingen möchte, dann braucht man die Ägypter, dann braucht man die Kataris. Und wenn man sie fortwährend buskiert und ihnen die Schuld zuweist an der Misere, dann wird man nicht dazu kommen, dass sie irgendeine konstruktive Rolle tatsächlich einnehmen können. Und deswegen denke ich, das Verhandlungskonstrukt Amerika, Katar, Ägypten mit Israel und insbesondere mit dem israelischen Geheimdienst und nicht mit irgendwelchen populistischen Politikern, ist eigentlich ein Modell, was Wirkung zeitigen könnte. Aber man muss eben bereit sein, dafür sehr, sehr große Kompromisse zu machen und über seinen Schatten zu springen und ein Stück weit auch damit leben, dass die Hamas möglicherweise nach einem solchen Geiseldeal erst einmal weiter existieren würde. Das ist sehr schwer, aber ich denke, dazu gibt es derzeit keine Alternative. Wenn es um Vermittlungen geht, dann will auch die Europäische Union hier eine große Rolle spielen. Die EU will mit Israel im Rahmen eines formellen Treffens über die Situation im Gazastreifen sprechen. Das ist das Ergebnis des heutigen Außenministerrats. Aber was kann dabei herauskommen? Die Europäische Union ist da gerade in einer Selbstfindungsphase und man spricht natürlich immer davon, dass sie zerstritten ist. Es gibt Staaten, die
eine Anerkennung Palästinas befürworten, die sie auch schon gegangen sind. Es gibt Staaten, die sagen, da müssen erst Friedensverträge am Ende stehen. Dann gibt es diejenigen, die irgendwo dazwischen sind. Ich denke, die europäischen Staaten können eine Rolle spielen, aber nicht unmittelbar, was die Situation, was die Verhandlungen um das Schicksal der Geiseln betrifft. Sie können eine Rolle spielen, wenn es darum geht, die Palästina-Frage neu auf die Agenda zu setzen und die Zwei-Staaten-Lösung voranzutreiben, international dafür zu werben und internationale Mechanismen zu finden. Aber in dieser akuten Situation sehe ich eigentlich für die Europäische Union möglicherweise eine einzige Rolle, und das ist tatsächlich Druck auf die Kriegsparteien auszuüben und auch damit zu drohen, dass man bestimmte Personen mit Sanktionen belegt, die weiter Öl ins Feuer gießen, die weiter den Krieg propagieren, die vor allem auch eine Missachtung der Zivilbevölkerung propagieren. Gegen diese Personen muss man tatsächlich vorgehen, und ich denke, da kann die Europäische Union eine Rolle spielen, und da sind Staaten wie Deutschland, aber auch Österreich nicht unwichtig. Sie haben die gespaltene Meinung oder auch die gespaltene Haltung in der Europäischen Union schon angesprochen. Was macht es denn dann aus, dass Spanien und Irland morgen Palästina als eigenen Staat anerkennen wollen? Spricht die EU hier mit einer Stimme? Welche Auswirkungen kann das haben? Nein, die EU spricht nicht mit einer Stimme, aber dieser Schritt scheint ja, wenn man den Verlautbarungen auch des hohen Beauftragten, Vertretern der Europäischen Union, Josep Borrell, glaubt, dann ist sie ja trotzdem vereinbar mit der europäischen Position. Es ist den Staaten auch selber überlassen, welche Schritte sie hier gehen. Schauen Sie, diese Staaten, insbesondere Spanien, aber auch Norwegen, was nicht zur Europäischen Union gehört, was aber den gleichen Schritt geht, die haben ja Erfahrung. Die haben in den 90er Jahren Friedensverhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern vorangetrieben und haben damals, und das erkennen Sie heute auch als Fehler, angeglaubt, man kann einfach erste Schritte machen, vertrauensbildende Maßnahmen, und über die wichtigen Dinge spricht man dann am Ende, und dann kommt die Anerkennung eines Staates. Das hat keine Erfolge gezeitigt, und deswegen versucht man, das Modell jetzt umzudrehen und zu sagen, wir müssen die symbolische Anerkennung als erstes müssen wir priorisieren. Und die Anerkennung Palästinas wird nicht den Krieg in Gaza beenden und wird auch nicht den Nahostkonflikt lösen. Aber sie könnte natürlich zu einer dauerhaften Aufwertung der Palästinenser führen. Und stellen Sie sich das Szenario vor, dass Palästina Mitglied der Vereinten Nationen wird, Vollmitglied, und in den nächsten Jahren immer wieder zum Beispiel als nicht ständiges Mitglied in den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gewählt wird. Das hätte natürlich eine Aufwertung dieses Themas zur Folge, das für viele Beteiligte unbequem ist. Aber da müsste auch die Europäische Union sich ganz anders positionieren. Herr Gerlach, herzlichen Dank für das Gespräch und Ihre Einschätzungen, und einen schönen guten Abend nach Berlin. Ich danke Ihnen für die Einladung. Frankreichs Emmanuel Macron, Frankreichs Präsident Macron, hat gegenüber Israel heute deutliche Worte gefunden. Das hat er in einem Tweet gemacht, und diesen Tweet hat er in Deutschland abgesetzt, wo er gerade auf Staatsbesuch ist, heute bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Das Gemeinsame soll im Vordergrund stehen. Was die beiden Länder trennt, das wird seit gestern in den Hintergrund gerückt. Paris will ein militärisch und wirtschaftlich wesentlich souveräneres Europa, das seine Abhängigkeit von den USA als auch von China verringert. Kanzler Scholz hingegen will an transatlantischen Traditionen festhalten und an seinem wichtigsten Handelspartner China auch. Dennoch wird Emmanuel Macron nicht müde, leidenschaftlich für seine Überzeugungen zu kämpfen, in Berlin und auch am Abend mit einer Europarede in Dresden. Der Tag beginnt mit einem Gang zum tiefsten Abgrund der europäischen Geschichte. Kranzniederlegung vor dem Holocaust-Mahnmal mitten in Berlin. Das Nie wieder ist die historische Triebfeder der deutsch-französischen Freundschaft, des Zusammenwachsens Europas. Und in Dresden, dort wo einmal für die Wiedervereinigung gekämpft wurde, wo aber auch die Europafeinde der AfD auf dem Vormarsch sind, hält Macron eine Rede an die Jugend. Heute, als erster französischer Präsident seit der Wiedervereinigung hier in Dresden, vor Ihnen zu sprechen, ehrt mich daher ganz besonders. Es berührt mich sehr. Unser Europa kann sterben, wenn wir die falschen Entscheidungen treffen. Bewahren wir unseren Kontinent, das Abenteuer Europa, unsere Geschichte des Friedens, des Wohlstands und der Demokratie. C'est une histoire de paix, de prospérité. Allerdings, die deutsch-französische Achse ächzt. Das mag am unterschiedlichen Naturell des kühnen Präsidenten und des kühlen Kanzlers liegen. Es gibt unter feiernden Freunden aber auch handfeste politische Differenzen. Sei es in der Energiepolitik, wo es Streit gibt um
den Platz der Atomkraft für die Zukunft der europäischen Energieversorgung, in der Verteidigungspolitik, wo es Streit gibt darum, ob man sich unabhängiger machen kann, soll von den Amerikanern. Und in vielen anderen Politikfeldern bremst einfach diese deutsch-französische Unfähigkeit im Moment, zu einer gemeinsamen Linie zu finden. Emmanuel Macrons europäische Leidenschaft aber ist ungebrochen und jedenfalls groß genug, um vor der EU-Wahl vor politischer Lethargie zu warnen. Tout ce qui fait une Europe plus indépendante, plus souveraine. Alles, was dazu beiträgt, dass Europa souveräner und unabhängiger wird, das sich selbst verteidigt und allen Bedrohungen widersteht, das müssen wir jetzt aufbauen. Nur gemeinsam können wir diese Herausforderungen meistern. Deutschland kann auf Frankreich zählen. Frankreich zählt auf Deutschland. Macrons Ruckrede sollte für die Demokratie begeistern und für die Fortsetzung jener Friedenstradition, die unterbrochen ist, mitten in Europa. Nach Österreich jetzt. Nicht nur Antisemitismus, auch rassistische Übergriffe auf Musliminnen und Muslimen nehmen in Österreich zu. Das geht aus dem Bericht der Dokustelle Islamfeindlichkeit und antimuslimischer Rassismus hervor. 1500 Vorfälle hat der private Verein im vergangenen Jahr registriert, so viele wie noch nie. Vor allem an Schulen seien Musliminnen und Muslime mit Rassismus konfrontiert gewesen, heißt es im Bericht. Was das mit dem Überfall der Hamas auf Israel und dem Krieg in Gaza zu tun hat, haben sich Constanze Ertl und Patrick Ruska angesehen. Ein Brandanschlag auf eine Moschee, antimuslimische Beschmierungen auf den Mauern der Steinhofgründe, ein tätlicher Angriff auf eine Frau mit Kopftuch in der Wiener U-Bahn. Vorfälle wie diese sind der Dokustelle letztes Jahr gemeldet worden. Insgesamt hat der private Verein mehr als 1500 Fälle von Islamfeindlichkeit und antimuslimischem Rassismus gezählt, mehr als in den Jahren davor. Zwei Drittel der gemeldeten Vorfälle sind Hass im Netz. Von Beschimpfungen und Übergriffen im realen Leben sind meist Frauen und Mädchen betroffen. Die meisten gemeldeten Offline-Fälle betrafen die Ungleichbehandlung und Beleidigung. Weitere erfasste Tathandlungen, die einer besonderen Erwähnung bedürfen, sind Vandalismus, Polizeigewalt und physischer Übergriff. Besonders viele Vorfälle wurden der Dokustelle seit dem 7. Oktober gemeldet, dem Tag des Angriffs der Hamas auf Israel und dem Beginn des Kriegs in Gaza. Aber auch die Zahl der antisemitischen Übergriffe ist laut der israelitischen Kultusgemeinde seither auf einem Rekordhoch. Für den Soziologen ist das keine Überraschung. Einerseits ist in der Tat die Muslimfeindlichkeit gestiegen, weil man natürlich dann gesagt hat, die haben das im Namen Allahs gemacht und das sind Muslime, die jetzt die Juden dort, diese Zivilisten dort umgebracht haben, dass man das verallgemeinert hat. Auf der anderen Seite ist natürlich auch der Antisemitismus in dieser Gesellschaft stark gestiegen, allgemein, aber insbesondere auch in der muslimischen Bevölkerung. Und beides schaukelt sich gegenwärtig auf. Neu seien diese Phänomene nicht, sagt auch der Rassismusforscher. Aber Ereignisse wie der 7. Oktober, die medial sehr präsent sind, die auch viele Menschen direkt oder indirekt betreffen, auch in Österreich über familiäre oder freundschaftliche Verbindungen, die führen leicht dazu, dass vorhandene Ressentiments, vorhandene rassistische Voreinstellungen an die Oberfläche kommen. Für Kenan Güngör ist klar, gezielt auf Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit aufmerksam zu machen, ist ein berechtigtes Anliegen. Dabei wäre aber wichtig, auch Rassismus und blinde Flecken in der eigenen Community zu reflektieren. Benjamin Opratko sieht auch die Politik gefordert. Es gibt natürlich eine Reihe von Möglichkeiten, wie man den Rassismus in der Gesellschaft zumindest dämpfen kann. Da gehört Bildungsarbeit dazu, da gehört soziale Arbeit dazu, da gehört Monitoringarbeit dazu, da gehört es auch dazu, ein Bewusstsein für Rassismus, ein Verständnis für Rassismus in der Gesellschaft, aber auch in der Politik, in den Medien, in der Zivilgesellschaft zu verankern. Da passiere zu wenig, sagt er. Auch die im aktuellen Regierungsprogramm versprochene umfassende Strategie gegen Rassismus wurde bisher nicht umgesetzt.
Das Leben wird immer teurer. Wie die Schuldnerberatung heute bekannt gegeben hat, belastet die Inflation Familien enorm. So braucht eine Familie mit zwei Kindern, die kein Auto hat, mehr als 4.400 Euro im Monat. Bei Alleinerziehenden sind es mehr als 3.700 Euro. Und auch Alleinstehende brauchen mehr als 1.700 Euro, um über die Runden zu kommen. Das sogenannte Referenzbudget ist das. Hohe Lebenserhaltungskosten seien deshalb immer öfter der Grund für hohe Schuldenberge. Jeden Euro zweimal umdrehen, das müssen derzeit einige Menschen in Österreich. Die Teuerung hat in vielen Bereichen zugeschlagen. Das zeigen auch die Zahlen der Dachorganisation der Schuldnerberatungen, die heute veröffentlicht wurden. Mit einem Plus von 53% seien die Preise für Heizen besonders stark gestiegen. Auch Nahrungsmittel und Mietkosten hätten sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht. Die Steigerungen der Lebenshaltungskosten seien alarmierend, so der Dachverband. Die Teuerung, so wie sie jetzt kennen, haben wir mit den Referenzbudgets noch nicht erlebt. Wir erheben das seit 15 Jahren und seither gab es keine so starken Anstiege. Mit den Referenzbudgets wird jedes Jahr von den Schuldnerberatungen erhoben, wie viel Geld für verschiedene Haushaltstypen nötig ist, um sich ein angemessenes Leben leisten zu können. Enthalten sind da etwa Kosten für Kleidung, Möbel, Lebensmittel und die Miete. Im Schnitt müssen die Haushalte im Vergleich zum Vorjahr um 9% mehr ausgeben. Wasser auf den Mühlen der Opposition. Die gestiegenen Ausgaben für Haushalte seien die Konsequenz der Arbeit der Bundesregierung. Die halt hier, und so ehrlich muss man einfach sein, diese Teuerung massiv mitverursacht hat und hier wirklich in den letzten 5 Jahren total versagt hat aus unserer Sicht. Sie hat ja nie gesagt, wir wollen die Preise senken. Sie hat immer gesagt, ach, wir machen einmal Hilfen und geben jeder Familie mal 100, mal 200 Euro, damit sie sich die hohen Preise leisten können. Das war aber nur eine einmalige Hilfe. Die ist jetzt weg, aber die hohen Preise sind nicht nur geblieben, sondern sie steigen noch immer. Und auch die FPÖ stimmt in den Chor der Kritiker ein und schreibt in einer Aussendung mit Verweis auf die aktuellen Zahlen der Schuldnerberatungen: Da müssten bei ÖVP und Grünen die Alarmglocken dauerläuten. In den betroffenen Ministerien für Soziales und Finanzen verweist man auf die bereits beschlossenen Maßnahmen, speziell für Familien und Alleinerziehende. Mit dem Jahr 2022 wurde der Familienbonus Plus von 1.500 Euro auf 2.000 Euro pro Kind erhöht. Auch der Kindermehrbetrag für geringverdienende Familien wurde seit 2022 mehrfach angehoben. Auch mit der Abschaffung der kalten Progression helfen wir den Menschen. Sozialminister Johannes Rauch auf ZIP-Anfrage. In den vergangenen Jahren stand die Bewältigung der Krisen im Vordergrund. Für mich ist aber klar, um Armut langfristig wirksam zu bekämpfen, müssen wir nun strukturelle Maßnahmen umsetzen. Höchste Priorität hat für mich eine Kindergrundsicherung, damit kein Kind in Armut aufwachsen muss. Die Schuldnerberatungen wiederum sehen die Politik in der Pflicht und fordern, dass das Referenzbudget als offizielles Armutsmaß neben der Armutsgefährdungsschwelle herangezogen wird. Man muss wieder schauen, dass die Menschen genug zum Leben und nicht nur bloß genug zum Überleben haben. Und damit nicht jeder Euro zweimal umgedreht werden muss. Was heute sonst noch passiert ist, haben wir für Sie in einer Meldungsübersicht zusammengefasst. Nach dem gewaltigen Erdrutsch im Hochland von Papua-Neuguinea steigt die Zahl der befürchteten Todesopfer immer weiter an. Der nationale Katastrophenschutz meldet inzwischen mindestens 2000 Verschüttete. An den Urteilen im sogenannten Buwak-Prozess über Ex-Finanzminister Grasser und andere ist nach Einschätzung der Generalprokuratur in den zentralen Punkten nicht zu rütteln. Die höchste Staatsanwaltschaft der Republik empfiehlt dem obersten Gerichtshof, die erstinstanzlichen Schuldsprüche im Kern zu bestätigen. In Graz sind heute um 7 Uhr in der Früh eine Straßenbahn und ein Linienbus kollidiert. Der Bus war an einer Kreuzung nach rechts abgebogen. Dabei stieß er mit der entgegenkommenden Straßenbahn zusammen. 17 Personen sind dabei verletzt worden. Im Madrider Prado startet morgen die Caravaggio-Sonderausstellung. Sie besteht nur aus dem Bild Ecce Homo. Das Bild galt als verschollen und wäre bei einer Auktion als Bild eines unbekannten Künstlers fast für 1.500 Euro versteigert worden. Der Prado feiert das Gemälde als eine der größten Entdeckungen der Kunstgeschichte.
ORF-Israel-Korrespondent Dim Kupal ist heute als Journalist des Jahres ausgezeichnet worden. Kupal leistet seit Kriegsausbruch in Gaza hervorragende, unermüdliche Arbeit. Seine Berichterstattung sei seriös und ausgewogen, so die Jury. Die Redaktion des Jahres ist der ORF. Und wir schauen jetzt noch auf die Wetteraussichten. Mit Sonne und Schauer geht es durch den morgigen Tag. Die Regenwolken einer schwachen Kaltfront treffen morgen bei uns ein und das Wetter bleibt in der gesamten Woche wechselhaft und nur mäßig warm. Von West nach Ost breitet sich der Regen morgen auf ganz Österreich aus. Vor allem im Süden sind kräftige Gewitter möglich. Zumindest zwischendurch kann sich aber noch die Sonne zeigen. Mit Westwind kühlt es leicht ab. Am Mittwoch ziehen nur einzelne Schauer durch, aber zu von Leichnam wird der Regen schon wieder häufiger. Die wenigsten Schauer ziehen aus heutiger Sicht im Osten durch. Von allen, die wir drei seit dabei sind, darf ich mich jetzt verabschieden. Einen schönen Abend noch aus Wien. Hier in ORF 2 folgt jetzt der Kulturmontag mit Peter Schneeberger. Wir stellen die Frage, was kann Israel aus seiner Vergangenheit lernen? Diese Frage stellt auch ein neuer Kinofilm. Oscar-Preisträgerin Helen Mirren spielt Golda Meir. Die legendäre Politikerin hat 1973 den Yom Kippur-Krieg gewonnen. Über den fortwährenden Überlebenskampf Israels spreche ich im Studio mit Doron Rabinowitsch. Polen vor der Europawahl. Die Reformen der Mitte-Links-Regierung von Donald Tusk kommen nur schleppend voran. Was das für die Kultur bedeutet, haben wir recherchiert. Außerdem die neue Blockbuster-Ausstellung im Wien-Museum. Wir starten in Kürze. Danke, Peter. Und ORF 3 widmet sich heute noch der Europawahl. Direkt nach der ZIB 2 sehen Sie dort das Duell Reinhold Lopatka gegen Helmut Brandstätter um 22.30 Uhr in ORF 3. Und die ZIB 3 auf ORF 1 beschäftigt sich heute mit dem Thema Einsamkeit, das immer mehr Menschen in Österreich betrifft und auch gesundheitliche Probleme mit sich bringt. Die Ärztin Evelyn Kunschitz ist zu Gast bei Stefan Lenglinger in wenigen Minuten um 22.45 Uhr in ORF 1. Und damit sind wir am Ende dieser ZIB 2. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.